In den 4 Wochen vor Weihnachten erfreuen wir uns an bunt geschmückten Häusern, Fenstern und Gärten. Bei klirrender Kälte, jedenfalls in unseren Breitengraden, besuchen wir Weihnachtsmärkte und wärmen uns von innen mit Glühwein auf. Kinder schreiben Wunschzettel und fiebern auf die Erfüllung ihrer Wünsche vom Weihnachtsmann. In diesem Beitrag erfährst du, wem wir diese besinnliche Zeit zu verdanken haben und wie diese in den letzten Jahrhunderten verbracht wurde. Warten ist das Zauberwort für den Advent. Das lateinische Adventus bedeutet Ankunft. Die Ankunft des Gottessohnes Jesus Christus wird mit einer 4-wöchigen Fastenzeit vorbereitet. Buße, Fasten, Gebete und gute Werke sollen im Mittelpunkt stehen. Weihnachten ist eins von den 3 wichtigsten Festen in einem Kirchenjahr. Am 25. Dezember 354 nach Christus wurde in Rom das erste Weihnachtsfest gefeiert. 27 Jahre später wurde dieser Tag offiziell als Christi Geburt vom Kaiser Theodosius auf den Zweiten Konzil von Konstantinopel ausgerufen. Die Kirche wollte die weit verbreiteten heidnischen Bräuche aus der Antike einschränken. Die Germanen feierten ihr Toten- und Fruchtbarkeitsfest, ihr Julfest und Mitwinterfest. In anderen Kulturen wurde dieser Tag als Wintersonnenwende gefeiert. Rom feierte vom 17. bis 23. Dezember zu Ehren des Gottes Saturn das Fest Saturnalien. Man beschenkte sich und hob die Standesunterschiede auf. Selbst Sklaven erhielten Geschenke und wurden sogar von ihrem Herrn bedient. Erst hunderte Jahre später erhielt die geweihte Nacht ihren Namen aus dem mittelhochdeutschen Zivihe Naht. Im 12. Jahrhundert wurde der Name Weihnachten erstmals dokumentiert. Franz von Assisi inszenierte am 25. Dezember 1223 das erste Krippenspiel, um die Menschen die Armut aufzuzeigen, in die Christus hineingeboren wurde. Als biblische Figuren verkleidete Akteure spielen im Heu mit Ochs und Esel die Geburtsstätte des Jesus Christus nach. Klöster und Kirchen wurden mit grünen Tannen, Mistel- oder Eibenzweigen geschmückt. Die Zweige sollten ihre Zauberkraft entfalten und Fruchtbarkeit, Gesundheit und Wachstum bringen. Das war der Vorläufer des ersten Weihnachtsbaums. Dieser wurde erst 1419 in Freiburg aufgestellt. Die daran befestigten Äpfel, Nüsse und Lebkuchen durften zu Silvester verspeist werden. Welch eine Vorfreude! Denn in der Adventszeit galt bis zum 24. Dezember eine strenge Fastenzeit. In dieser gefühlt ewigen Zeit durften nur Lebkuchen, Honigkuchen, Spekulatius und Fastengebäck verspeist werden. Besonders hart war dann der 23. und 24. Dezember. Hier gab es nur noch Brotsuppe mit getrocknetem Brot. Mit welcher List ein schwäbischer Mönch die Fastenzeit erträglicher machte, erzähle ich dir in einem anderen Beitrag. Diesen verlinke ich in der Beschreibung. Uneinig war man sich darüber, wann genau die Adventszeit begann. Einig war man sich darüber, dass es 4 Adventssonntage gibt. Im Kloster Limburg bei Bad Dürkheim wurde am 3. Dezember 1038 vom Kaiser Konrad II., seiner Frau Gisela und mehreren Bischöfen der erste Advent gefeiert. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass der erste der 4 Adventssonntage immer zwischen dem 27. November und 3. Dezember liegen muss. Im Konzil von Trient von 1545 bis 1563 wurde die Berechnung unterstützt, die Adventszeit beginnt immer am 4. Sonntag vor dem 25. Dezember. Endlich kam der lang ersehnte 25. Dezember. Man durfte wieder schlemmen. Ein spezielles Weihnachtsessen war nicht bekannt. Wenn es nicht gerade Hungersnöte gab, kamen überwiegend Speisen mit einer symbolischen Bedeutung auf den Tisch. Fisch für Fruchtbarkeit und Leben, Hering für Hoffnung, Glück und Geld, Linsen und Bohnen für Wohlstand, Äpfel für Gesundheit, Salz und Brot für ein langes Leben. Das Ende der Fastenzeit wurde im Kreise der Familie gefeiert. Erstmals beschenkte man sich gegenseitig. Diesen Brauch führte Martin Luther erst 1535 ein. Er wollte damit die Aufmerksamkeit der Kinder auf Christus lenken. Heute zelebrieren auch Nichtchristen Weihnachten als Familienfest. In unserem Land wird das Weihnachtsfest von der Nordsee bis in die Alpen recht unterschiedlich gefeiert. So unterschiedlich wie wir Bewohner, unsere Kultur und Dialekte. Die kleineren Kinder im Westen und Süden des Landes glauben an das Christkind. Im Norden und Osten an den Weihnachtsmann. Bei allen gleich ist die Vorfreude auf Weihnachten.
Am ersten Advent wird auf einem runden, aus Tannenzweigen bestehenden, geschmückten Adventskranz die erste von 4 Kerzen angezündet. Die Kinder können den 1. Dezember kaum erwarten, wenn sich das erste von 24 Türchen des Adventskalenders öffnet. Es werden Wünsche auf Wunschzettel geschrieben, die am Abend des 24. Dezember vom Weihnachtsmann erfüllt werden sollen. Geht der Brief bis zum 3. Advent pünktlich beim Weihnachtsmann im Himmelpfort ein, erhält das Kind eine Antwort. Die Adresse verlinke ich in der Beschreibung. Glauben die Kinder nicht mehr an den Weihnachtsmann, liegen die Geschenke unter einem Tannenbaum, dem wundervoll geschmückten Weihnachts- oder auch Christbaum genannt, im gemütlich warmen Wohnzimmer. Traditionell gibt es am 24. Dezember, dem Heiligabend, Kartoffelsalat mit Würstchen. Geschlemmt wird im Kreise der Familie in den nächsten 2 Tagen, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Jede Kultur hat ihre eigene Tradition, andere Länder, andere Sitten. In einem Adventskalender befindet sich täglich hinter einem Türchen der Brauch eines Landes in 24 Tagen um die Welt.